Knacks, Knacks, Stuhl. Dann machen wir das jetzt eben fertig. In der nice Arena. Berlin, Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Man sieht schon, Berlin ist genauso weiträumig wie Lonihausen. Ah, fick dich. Krieg ich noch? Krieg ich noch? Darf ich auch mal schießen vielleicht? Kommt mal klar, ey. Ich würde gern schießen. Ich würde gern schießen. Ich würde gern schießen. Würde gern schießen. Bitte. Vielleicht muss ich doch ein bisschen näher ran, aber prinzipiell. Jawohl. Wer war's? Irgendwer kenne ich nicht. Es war auf jeden Fall nicht Loni. Ich finde es schade, dass es nicht mehr angezeigt wird im Replay, der Name. Also vielleicht habe ich die ganze Zeit nur nicht gesehen, aber... ja, das hätte man gerne gesehen, glaube ich. Jawohl, ganz einfach. Ich habe wirklich Rudi Völler am Team, ernsthaft. Wow, cool. Das ist geballte Prominenz. Rudi Völler am Team, wie soll man da verlieren? Wenn er alt ist inzwischen. Wahrscheinlich haben wir die junge Variante von Rudi Völler. Das macht schon Sinn. Nein. Da sollte der Ball nicht hin. Aber egal. Weißt du, wenn man FIFA Street mal so spielt, nur, also man kann tricksen, aber es bringt nichts. Dann merkt man erstmal, was für ein unglaublich wichtiger Bestandteil des Tricksen ist. Damit das Spiel irgendwie interessant wird. Weil so, ich meine, es ist ganz nett. Als Challenge auch ganz toll, aber an sich einfach langweilig. Also dann kann ich auch ein normales FIFA spielen. Dann muss ich mich nicht auf die Straße begeben hierfür. Das Einzige, was anders ist, ich kann faulen. Wow. Und das war's dann auch schon. Und bitte, und Snackyn! Loni, du kannst es doch. Jetzt machen wir nichts vorher. Loni, bitte, bitte, bitte. Wow. Ne, es wird nur Replay, es wird nichts mit Namen angezeigt. Aber gut. Ah, jawohl. Das ist echt gar nicht so einfach, wie ich dachte. Bitte, einfach drauf, Loni. Ich wollte wirklich ins Tor grätschen gerade. Wenn es funktioniert hätte, ich hätte gefeiert ohne Ende. Was mir gerade auffällt, gab es da eigentlich auch Musik während dem Spiel? Oder gab es nur Harris? Das muss ich sagen, das weiß ich nicht mehr. Könnte es sein, aber ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Nein, nicht nach hinten, nein, nein, nein. Ich will nach vorne flanken, Junge. Ja toll, so wird's ja nix. Ja, Rotz, ey. Ich verliere keine klassischen Spiele. Bitte. Rudi Völler, Junge. Rudi Völler, Junge. Rudi, 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 Rudi. Und? Bitte. Das ist nicht wahr. Das ist manchmal so schwer, Tore zu schießen und an anderen Stellen, ne? Das ist der größte Witz. Was man je, ne? Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Geh doch mal hier jemand hin. Rudi, Rudi, Rudi. Muss der Keeper machen, wenn Rudi keinen Bock hat, den Ball zu holen. Na, komm schon. Wie konnte ich den verfehlen? Das leere Tor zu treffen, ist ja auch eine Qual. Danke! Meine Güte! Ich könnte Taktik sein, von der Seite rein und dann ins andere Eck. I think there might be a tactic. 3,5 Minuten. Das musste überhaupt nicht sein. Twister und Vertigo. Ganz nett gedacht, aber nein. Das ist so die Musik, wo ich sage, ja, die ist geil. Geschmackssache, ne? Das ist alles Geschmackssache. Dieses LP, dieses Spiel ist alles. Auch meine Müdigkeit ist alles Geschmackssache. Was? Spring? Nein, ich hab keinen Bock auf. Ich spiele es hier erstmal durch. Und dann. Auch echt ein klassisches Fußballturnier einfach nur. Ja, wenn er meint, gut. Lernen, 4 Tore. Ich habe inzwischen eine Taktik. Raul hat den Real Deal und ich.
Ja, muss ungefähr noch ein Stündchen spielen und dann habe ich die Weihnachtsvorproduktion komplett abgeschlossen. Das wäre ein halber Sing. Ich freue mich auf einmal total. Ich habe auf einmal viel mehr Bock. Zwischendrin, weil das Spiel mich verarscht hat, war ich nicht so gut drauf, aber jetzt inzwischen bin ich dabei. Jawoll! Die Punklo Uni, schalalalala. Die Punklo Uni, schalalalala. Oh yeah, das ist geil, das ist geil. Und die zwei Spieler vor dem Tor sind sinnvoller denn je. Aufpassen! Dann ist Eckwechsel, dann geht's eigentlich auch. Normalerweise. Diese Herren hatten scheinbar, denen war es scheinmal zu leicht, so ein Tor zu schießen, deswegen machen wir es jetzt anders. Oder so? Nee. Aber ich weiß, man merkt schon, die stellen sich da einen Weg, also die wissen schon, diese Methode ist relativ sinnvoll und effektiv. Und machen natürlich auch was dagegen jetzt, Leo. Jo, 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 jo. Marco! Oh! Schön. Nee, Quatsch, das war ein Lee Ol-Yong. Ich hab die Rechten, hab ich gerade gesehen. Das ist halt auch ungewohnt, weil in FIFA spielt man ist immer links. Immer. Und auf einmal ist man hier manchmal rechts, manchmal die linke Mannschaft. Das ist ganz, ganz komisch. Ah, schade. Ich glaube, den Keeper austricksen, das schaffe ich in diesem Leben nicht mehr. Aber ich habe ja schon gesehen, dass es funktioniert. Indem mein Keeper ausgetrickst wurde, also. Ne? Ah, Loni, geh doch mal hin, geh doch mal hin, geh doch mal hin, geh doch mal hin. Hol dir mal den Ball, Digga, hol dir mal den Ball. Oh, Junge, mach mal Replay, mach mal Replay. Rewind Selector. Ich glaube, ich sollte FIFA Street einfach nochmal privat spielen, nur um die ganzen Sprüche zu können. Denn ich bin Harris. So, Deko. Ich hab Deko, wow. Hatte ich ja damals in FIFA Street auch. Sage ich eigentlich zu oft FIFA Street in diesem LP? Schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, das geht jedem LP ja so. Wenn man ein Spiel gespielt hat und die Fortsetzung spielt, die man nicht kennt, dann vergleicht man eigentlich alles. Habe ich so das Gefühl. Vergleicht man eigentlich alles mit dem alten Teil, mit dem alten Spiel. Wow, toll. Du kannst in der Luft. Du bist ja, krasser Ficker auch. Ah, nee, doch nicht. Ja, also wie gesagt, alles im zweiten Teil. Ich glaube, das kommt ganz automatisch, einfach weil ich Teil 1 gespielt habe. Ich kann da nichts für. Ich bin ein Gefangener der Vergangenheit. Ich bin ein Gefangenheit. Na, weiß ich nicht. Macht keinen Sinn. Egal. Loni, bitte. Na komm. Da muss man es eben mehr zwingen. Ist auch egal. Und das meinte ich übrigens vorhin mit den Toren. Diese Tore verwirren mich. Die normal holen, sage ich, okay. Aber was diese Tore sollen, habe ich bisher noch nicht verstanden ganz. Hallo, hallo. Hat der gerade seinen eigenen Torwart ausgetrickst oder nee? Sah nur so aus. Sah nur so aus. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich lasse auch gar nichts mehr zu. Also, man merkt, ich spiele gegen die Schwachen, weil trickmäßig kann ich alles abwehren. Oder fast alles. Alles, was ich brauche. Einfach mit Grätsche. Oder es liegt daran, dass Loni besser wurde, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist wirklich. Ja, weil die Gegner nicht so gut sind. Na komm schon! Fall doch nicht wieder hin, ey! Schieß mir dich in die Eier! Eier, wir brauchen Eier, ey! So. Lee Ol-Yong? Nicht verwechseln mit Park Will-Yong, naja, egal. Ist gar nicht so wichtig. Boah, ist der voll rassistisch! Deine Mutter ist rassistisch! Ja? Was bist du denn? Blute. Deko macht das Tor und erlöse mich hier schon wieder. Ich glaube, wir spielen zu lange. Also. Ich will nur an dir vorbei. Komm, Schatzi, lieb mich doch. Lieb mich doch mal. Libido mal, ey. Der will mir dieses Ding nicht schenken, ey. Gib mir das Tor. Gib mir das Tor. Gib mir das Tor. Eigentlich müssten die beim Angriff sein, alle drei vorne. Und dann komme ich und snack die alle weg, ne? Aber. Leider passiert das hier nicht.
Weil irgendwie immer einer hinten bleibt und dann kann ich nie mit zwei Leuten vorher rüberspielen oder irgendwas. Das funktioniert da nicht. Und das finde ich schade. Oh, jetzt. Komm. Come on. FIFA Street AK. Abartig tote Schüsse! 4-0. Ich habe nie am Sieg gezweifelt. Es war nur die Frage, wie lange brauche ich dafür? Vier Goals scored. Nice. Okay. Del Piero läutet die nächste Runde Absolute Street ein. Nachdem er wieder 8 Stunden das Spiel gespeichert wird. Jawohl. Wunderbar. Na, komm. Ich habe das Gefühl, 10% von dem Spiel sind speichern. Wirklich. Als hätte ich nichts anderes zu tun. So, das haben wir geschafft. Jetzt 2, 3 und 4 Tore vorne. Alles klar, dann Marseille. Welcome to the Marseillaise. Egal. Ihr wisst ja, was gemeint ist. 2 Tore Vorsprung. Ja, ich muss quasi wieder 2-0, 3-0, 4-0 gewinnen. Mehr ist es ja nicht. Ich weiß nur nicht, ob es wieder Tricks gibt. Es gibt wieder Tricks, okay. Now we talking the language, man. Jetzt werden also Gamebreaker-Dinger mit Tore klauen, die werden jetzt fucking wichtig. Aber die können jetzt alles zerstören hier. Panana. Hauptsache Panana. Macht aber so ein bisschen gute Laune, Panana zu sagen, ne? Und 1-0 zu kassieren, macht auch richtig Bock. Oh, ich Bock. Geil. Willst du mich verarschen? Lass mich vielleicht tricksen oder was? Lass mich tricksen! Tricksen reimt sich übrigens auf Kekse. Ah, ne, doch nicht. Hoppla. Aber wie konnte mir das nur passieren? So, weg da und ab nach vorne. Ich brauche nur Tore, komm. Wenn Louis nicht mitgeht, kann ich auch nichts für. Kann ich auch nichts für. Also snacken. 1. Snacken 2. Dann eben nicht. Natürlich muss ich auch gegen Zidane spielen, na klar. War ja auch ein bisschen so einfach das Spiel bisher. So. FIFA Street 2, sie schön Background. Ja gut, war kein geiles Tor, aber drin ist drin. So oder so ähnlich hat Harris das mal gesagt. Möge er im Kommentatorhimmel von FIFA in Frieden ruhen. Und auch nur da, so. Ah, Snack 1, Snack 2. Yes. Vor allem mit so einem Feuerball, Junge, bams. Also mit so einem Feuerball, da geht es wirklich. Hasi dann im Match, der kann abwehren. Der Ficker kann abwehren. Wenn er denn mag. Bitte! Ich brauch den nur ein Tor, war egal. Bye-bye, Zinedine. Ba-ba-ba-ba-ba. Bye-bye, Zinedine. Tschüss, yo, Junge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich glaube, es reicht, wenn ich in der Aufnahme nur noch das Dings hier fertig mache. Die Challenges. Und ich glaube, dann habe ich auch alle Folgen, die ich für die Weihnachts... Ferienüberbrückungspause Dinges brauche. Was ist denn das noch? Die 2 und die 4, ja. 4 Tore. Okay, ich glaube, das machen wir mal. Mal schauen. Ich glaube, danach sind wir. Was ist das denn? Strafe? R2. Tackle? Intercept? Swap to Keeper. Okay. R2 muss ich mal ausprobieren. Das ist ja interessant. Ah, die Mucke ist geil. Nice. Da. Ronaldinho, oh, wie ich dich verarscht hab, ne? Wichser. Schön gemacht. Nee, die Mucke kann ruhig weiterspielen. Ich war gerade voll drin im Flow, Alter. Oh ja. Yeah. Footroll.
Bitte, 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 bitte. Ich muss 3-0 gewinnen, ne? Kann es sein? Das habe ich ja gleich geschafft. Oh, Ronaldinho weggefegt. Was man einmal in seinem Leben gemacht haben sollte, Ronaldinho wegtackeln. Erst dann ist man Fußballer. So! Reicht nicht ganz. Ganz ehrlich, ich nehme auch gerne einen Gamebreaker, um das Ding hier zu beenden. Lieber Ronaldinho, um dich zu snacken, reicht auch ein Gamebreaker jetzt noch. Also eins. Mist. Aber man merkt hier wieder, man spielt gegen die Großen. Das war so nicht geplant, scheiße. Ich sollte vielleicht es mir verkneifen, Ronaldinho auszutricksen. Habe ich so das Gefühl, ich weiß auch nicht warum. Als würde es irgendwie nicht ganz funktionieren, wie ich will. Ah, fick dich. Ronny weiß schon, was geht. Okay, das war schön gemacht. Ganz toll, Junge. Super, wirklich. Der Wahnsinn. Dabei will ich nur einen Gamebreaker und wenn ich ein Tor klaue, reicht der auch. Dann habe ich ja auch 3-0 gewonnen.